Hallo und herzlich willkommen hier bei Pico888 zu einem weiteren Userwunsch-Stream. Heute mit Barton Kaitos Origins, Folge Nummer 2. Gewünscht von unserem guten Lunak89. Jo! Und ich würde mal sagen, wir starten direkt hinein ins gute Glück. Papp. Wir waren ja stehen geblieben. Oh, ich glaube, das geht gar nicht, weil ich habe ja vorhin letztes Mal was anderes gemacht. Nicht, dass ich das vergesse. Wobei doch, es müsste. Nee, das geht gar nicht, weil da Mass Effect drin ist. Das ist natürlich ganz toll. So, jetzt müsste es allerdings. Jetzt müsste es hinhauen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wieder typisch, ey. Dann so. Ich werde mal zwei Dinger reinnehmen. So. Okay. Jetzt aber. Uns wurde geholfen von einem noch nicht Imperator mit fragwürdiger Kleidung. Und wir sollen jetzt über die Kanalisation, glaube ich, flüchten. Wow, was für eine Animation. Hui. Okay. Warte, Sagi, mich beschleicht bei dieser Sache ein ungutes Gefühl. Hey, da. Lass uns hier abwarten, bis sich der Stab gelegt hat. Warte, da. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Mit einem Schwingenspurt können wir jeden Soldaten locker abhängen. Nicht wahr, Pikeo? Natürlich. Sehr gut. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Die Straßen der Stadt sind die eine Sache, aber an Orten mit vielen Gegnern ist es schwieriger, den nötigen Mut aufzubringen. Und wenn man direkt vor dem Feind zum Spurt ansetzt, die gegnerische Entschlossenheit sofort töten. Ich werde vorsichtig sein. Fein. Das Wichtigste ist, dass wir ähnlich denken und gut zusammenarbeiten. Ich zähle auf dich, Pikeo. Wo ist das Ding hin? Kommt das nochmal? Das war jetzt unfair. Ich habe das nicht vorbeifliegen sehen. Wie gesagt, da kam mir die Zwischensequenz Das bringt nichts. Die ohne Schlüssel lässt sich nicht öffnen. Ab drin. Nicht doch, ihr müsst mich nicht freilassen. Ich wüsste ohnehin nicht, wo ich gehen sollte. Mit Armband. Ich sehe schon, da gibt es auch wieder so eine Quest. Oh Mann, ey. Ist das einfach da vorbeigeschwirrt und. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Oh, jetzt aber nicht. Das ist meins. Schwacher Angriff, das ist gut. Warum steckt die hier eigentlich alle fest? Bitte, ihr müsst mich hier rausholen. Meine Freundin wartet daheim auf mich. Warum sperrt man in der Kanalisation ein? Wo bekommen wir den Schlüssel her? Na, irgendwer wird ihn ja wohl haben. Er nutzt halt einfach nicht die Leiter. Er fliegt halt überall rum. Mintaka, Hauptstadt des Imperiums. We blew it. The sun came up when we were dragging our heels down there. Wir haben es vermasselt. Die Sonne ist abgegangen, während wir da unten unsere Zeit vertrödelt haben. And look at that. It's just like the prissy fellow said. We'll have trouble getting past security this time. Und es ist wie dieser spießige Geselle gesagt hat, es wird uns schwerfallen, von hier zu fliehen.
Perhaps we should just hide out in the sewers for a while. Vielleicht sollten wir uns wirklich noch ein wenig in der Kanalisation verstecken. What better place to spend some quality time than the darkest, dankest, rankest ditch in town? Es gibt doch keinen besseren Ort als diesen finsteren, feuchten und stinkenden Graben. You don't have to be sarcastic. Now what are we gonna do? Gleich sarkastisch werden. Nun, was sollen wir tun? Ich würde sagen, in die Stadt gehen. Wir wollen ja ein paar XP sammeln. You're right. We should head out into Mintaka. Du hast recht. Wagen wir uns auf die Straße von Mintaka. It's only a matter of time until they find us. Whether we're up here or down there. Früher oder später finden sie uns sowieso, ob wir nun hier oben oder dort unten sind. Let's just do whatever it takes to reach the port. Wir müssen nur den Hafen erreichen. Kostet es, was es wolle. There should be a Skyliner leaving for Hasale soon. Das Linienschiff nach Hasale sollte bald von dort ablegen. Hasale? That's right. We're going home. Ja, genau. Wir gehen Can heim. Can you think of a better place to hide out than Sheraton? Wird dir etwa ein besserer Ort zum Verstecken ein als Sheraton? Okay. Yeah, it doesn't see much traffic. Das ist eigentlich nie viel And los. And I never told the service where I'm from, so they'd never think to look in Hasale. Ich hab da gerade nie gesagt, woher ich stamme. In Hasale suchen sie uns bestimmt nicht. Hasale. I don't want to go there. Ich will nicht dorthin. How are we even going to get on the liner? They're sure to spot us. Wie wollen wir überhaupt auf das Linienschiff gelangen? Sie werden uns doch sicher entdecken. Staying here isn't any different, is it? We need to do whatever it takes to get out of the Empire. Das werden sie auch, wenn wir hier bleiben. Wir müssen unbedingt aus dem Imperium entkommen. Let's just head for the port. Gehen wir einfach mal zum Hafen. Try to think positive. We'll worry about boarding the ship when we get there. Denk doch mal positiv. Wie wir auf das Schiff kommen, überlegen wir uns, wenn wir dort sind. Die Kühe, könnten wir in der Kanalisation hinabsteigen? Nein. Wo kommen wir denn? Ach. Herr Wachtmeister, was hat diese Straßensperre zu bedeuten? Es gibt hoffentlich einen guten Grund. Ja, genau. Wir haben recht, nenn uns den Grund, Junge. Bitte etwas Geduld, ich war gerade dabei, die Situation zu erklären. Wir haben diesen Morgen von einem Vorfall in der südöstlich gelegenen Wüste Nihal erfahren. Eine riesige, unidentifizierte Bestie griftet eine Karawane an. Nach Zeugenaussagen ist sie über 3 Meter groß und mit scharfen Reißzähnen und Klauen bewehrt. Außerdem ist sie sehr aggressiv. Es handelt sich wirklich um ein äußerst fürchterliches Monster. Um Himmels Willen, ein Monster, sagt er. Hilfe, ein Monster! Das Monster durchquert die Wüste und wurde gerade eben in Mintaka gesichtet. Zum Glück verursacht er es noch keine Schäden, aber es hält sich hier noch immer in der Stadt auf. Für ihre eigene Sicherheit müssen sie die Stadt daher vorübergehend abriegeln. Wir suchen übrigens auch nach einem wichtigen Augenzeugen. Es handelt sich um einen etwa 15 Jahre alten Jungen in roter Kleidung. Alle Bürger, die ihn sehen, sollen sich bitte unverzüglich an den nächsten Soldaten wenden. Bitte kommen Sie Ihrer Bürgerpflicht nach und unterstützen Sie uns bei der Suche. Das ist also die Ausrede, die Sie sich einfallen lassen haben, um nach uns zu suchen. Wie auch immer, wir können nicht hierbleiben. Lass uns fliehen, solange wir noch können. Was willst du? Ich krieg keinen Tropfen mehr runter. Ich soll hier weg? Ich geh aber nicht weg. Das ist hier mein Land. Sagi, warte. Was ist los, Gulo? Es wird uns zum Nachteil gereichen, wenn wir weiterhin unabhängig voneinander kämpfen. Du übernimmst ab jetzt das Kommando und ich folge deinen Anweisungen. Alles klar? Darf ich los, Brühe? Du musst dich aber anstrengen, um mit mir zu halten. Ich weiß, was zu tun ist. Kümmere dich lieber um deinen eigenen Kram. Gillo ist jetzt im Team. Soll Gillo der Kampfgruppe des aktiven Decks hinzugefügt werden? Ja. Ich glaub schon. Fight! Hey!
Ach so, wir nutzen jetzt beide dieses eine... Oh Gott, das eine Deck nur. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay, das ist ja... Was ist das für eine Scheiße? Was zur Hölle? May my blade be sharp. Sind da überhaupt keine Attacken dabei? Yeah. Keine Scheißattacken dabei, ey. Viel zu viel Müll. Blitzdolch. Na toll. Kommen wir da irgendwie hoch? Ach Gott. Ah, das ist keine gute Idee, da noch hin, da hinzugehen. Das ist keine gute Idee. May my blade be sharp. Ascension! May my blade be sharp. Hallöchen, Lunak. May my blade be sharp. Firewheel!
May my blade be sharp. May my blade be sharp. This'll do. You win! Not a bad workout. Ich hab zu wenig Angriffskarten. Das ist so schlimm. Von wem bekomme ich den Schlüssel? Wurf. Blauschmuck. Not a bad workout. Nochmal ein Blitzdolch. Ach, das ist. Wie viele Blitzdolche soll ich noch sammeln? So, was ist hier drin? Oh, ein Besucher. Verzeiht meine Frage, aber was bringt euch hier? Die Anführer des Imperiums müssen über einen entsprechend starken Charakter verfügen. Es geht, Wally, eines Tages werdet ihr als Führungskräfte unseres Imperiums in die Zukunft führen. Ihr schuldet eurem Land absoluten Fleiß beim Lernen, ungeachtet dessen, was euch dies abverlangt. Habt ihr verstanden? Ja, Mutter. Ich hab verstanden, Mutter. Natürlich habt ihr das, meine Lieben. Ich muss jetzt nach eurem Vater sehen. Dann lest inzwischen die Verfassung des Imperiums zu Ende. Wer magst du sein? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass heute irgendwelche Verabredungen geplant waren. Ich bin gerade sehr beschäftigt und befürchte, dass ich dich bitten muss zu gehen. Nun denn, ich muss weg. Hoffentlich hast du die Dinger hier halbwegs im Griff. Jawohl, gnädige Frau. Ich erwarte mir, dass das Essen fertig und das Haus sauber ist, bis ich zurück bin. Ist das klar? Jawohl, gnädige Frau. Ich wünsche euch eine gute Reise. Ach, wie ich diese Frau hasse. Sie ist die reinste Sklaventreiberin. Das ist ja kaum auszuhalten. Nur weil es gut bezahlt wird, heißt das nicht, dass ich mir das noch lange gefallen lasse. Aber nun, da die Sklaventreiberin weg ist, kann ich endlich ungestört arbeiten. Mir ist es egal, wenn du bleibst, aber bitte geh, bevor sie zurückkommt, in Ordnung? Okay. Riesenteleskop, wenn ich ein Gewehr, das Bekenntnis zum Imperium eingraviert.
Erster Grundsatz, alle im Imperium Geborenen haben stolz auf ihrem Stand zu sein. Zweiter Grundsatz, höre nie auf zu lernen, auf dass du zum Fortschritt beitragen mögest. Dritter Grundsatz, alle im Imperium Geborenen dürfen allen anderen niemals unterlegen sein. Das ist ziemlich heftig. Nee, wir brauchen keine große Flamme. Ist hier irgendwas Interessantes? Öl. Nein. Kinderbekleidung. Lernspielzeug. Noch mehr Lernspielzeug. Machina-Abgase. Sag mal, was soll ich denn noch alles einfangen? Mein Herr, ich bin gerade sehr beschäftigt. Wäre es zu viel verlangt, dass Sie mich in Ruhe lassen? Ich muss den ganzen restlichen Tag damit verbringen, die Verfassung des Imperiums einzustudieren. Mir ist es im Gegensatz zu Ihnen leider nicht gegönnt, untätig zu sein zu können. Oho, immerhin auf hohem Niveau abgewiesen worden. Wir Bürger von Alphard wurden auserwählt, um die niederen Völker dieser Welt anzuführen. Es ist unsere Pflicht und unser Schicksal. Ach nö, in diesen Büchern steht ja immer dasselbe, wie langweilig. Aber was noch schlimmer ist, ich fühle mich irgendwie beobachtet von oben. Okay. Dieser Ort habe ich nicht weiter können. Gehen wir weiter. May my blade be sharp. This'll do. Keine Attacken. Stop. Whatever. May my blade be sharp. Sense it. Good enough. Fire will. May my blade be sharp. Yeah! Yeah! May my blade be sharp. Yeah! Cliff Thunder! Okay. You win! Nice! Wann stieg ich denn mal ein Level auf? Ja, schlimm. Oh, 3. Das ist nicht gut. Aber dafür habe ich jetzt gute Karten. May my blade be sharp. Komm mal, du anfangen.
Action! May my blade be sharp. May my blade be sharp. Good enough. May my blade be sharp. Cliffs under! This'll do. May my blade be sharp. This'll do. Cliffs under. You win. Nice. Ja, cool, hier stieg ein Level. Geil. Yes. Ich wollte hier sowieso mal die Karten angucken, weil wir teilen uns jetzt quasi ein Kartendeck, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Tatsächlich. Wir teilen uns ein fucking Deck. Das macht aber nicht sehr viel Sinn. Okay. Mein Problem ist einfach... Ich brauche nicht so viele Gauner-Mester. Ich will endlich meine Kartenpacks einlösen, dann kann ich endlich mal aus ein paar wählen. Vor allen Dingen glaube ich, wären die Blitzdolche sowieso besser als nur die Gauner-Mester. 10, 10, 5. 10, 5, 5, ja genau. Kann ich hier sowieso eigentlich rausschmeißen. Ich hätte gehofft, wir finden hier irgendwo den Schlüssel, aber das ist leider auch nicht der Fall. Oh Scheiße. Nein! May my blade be sharp. Attention! Good enough. Yes! Thunder!
that'll do. May my blade be sharp. Fire wheel! You win! Another foe vanquished. What a strange feeling. Ja, sag ich, stieg ein Level. Yes! Juhu! Was ist hier los? Oh, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich wäre schon fast vor Langeweile gestorben. Wir warten jetzt schon eine Ewigkeit für diese Straßensperre. Du musst einfach hier bleiben und dich ein wenig mit mir unterhalten. Irgendwie glaube ich aber, dass du nicht willst. Na gut, dann geh halt weiter, Junge. Danke. Wie lange willst du denn noch hier parken? Du versperrst den Ausgang. Fahr sofort weg. Tut mir leid, ich fahre gleich weg. Nur ein paar Minuten noch. Welcher Idiot parkt denn überhaupt direkt vor dem Eingang in die Wachstube? Was hast du dir dabei gedacht? Mach nun Wach schneller, hast du mich gehört? Jawohl! Sie sagen, ich soll wegfahren, aber wie? Der Tank ist leer, ah! Wenn ich nur ein wenig Öl hätte, könnte ich die Gondel problemlos von hier wegbringen. Bei derzeitigen Ölpreisen ist es schwierig, auch nur geringe Mengen zu bekommen. Und in der aktuellen Aufregung denkt wohl ohnehin niemand an Öl. Ah, okay, warte, ich weiß, wo ich Öl bekomme. Bringt ihr sogar etwas davon? Oha. Sind hier noch mehr? Oh, scheiße. Sind hier mehr Einheiten als vorher? So, wo war das Öl? Hier? Genau. Was soll das? Weißt du, wie viel das Öl kostet? Wenn die Herren was findet, dass ein wenig davon fehlt, wird sie mir die Schuld dafür geben. Oh, du hast recht, tut mir leid. Stell dich du auch noch meine Gulde auf die Probe. Die Herren genügt bereits vollkommen. Scheiße. Ich habe da nichts gegen Bildung für die Kinder, aber was ist ihnen antun, ist gerade zu Folter. Und wenn ihr Ehemann anwesend ist, wird sie erst recht hysterisch. Die beiden streiten andauern. Da kann es eigentlich recht gut zu verstehen. Oh. Was hast du gesagt? Gefälligst deine Hände und nicht deine Lippen. Jawohl, gnädige Frau, ich bitte vielmals um Verzeihung. Kaum bin ich mal weg, wird schon hinter meinem Rücken über mich gesprochen. Du da, Junge in roter Kleidung, geh bitte, wenn du hier fertig bist. Ich schwöre, sie hat einen sechsten Sinn. Das Ding auf ihrem Kopf muss wie ein großes Ohr funktionieren. Könnte ich doch nur an einem Ort gehen, wo mich keiner hört und mir meine Brust von der Seele reden. Wir könnten hier die Magna-Essenz Schnee von gestern einfangen. Sollen wir das tun? Warum? Nein! Was soll denn Schnee von gestern? Wie kann ich das denn einfangen? Das ist halt die Frage. Aber warum soll ich Schnee von gestern einsammeln? Oh, das tut echt gut, aber ich habe noch mehr davon. Wir können hier die Magna-Essenz... Ach so, okay. Ah, das ist schon viel besser. An dieses Gefühl könnte ich mich gewöhnen. Ich fühle mich schon viel entspannter. Danke, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank für deine Mühe. Matratze. Darf ich jetzt auch Öl mitnehmen? Wir haben keinen Platz dafür. Scheiße. Warte doch mal. Nur weil du mit deinem blöden... Wir müssen den Schnee von gestern irgendwie wegbringen. Darf ich jetzt was davon nehmen? Danke. So. Öl eingefangen. Was machen wir mit der Matratze? Was kann die denn? Kann das Ziel einschläfern. Das nehmen wir mal mit, weil ich es gar nicht mal so verkehrt jetzt einschläfern kann. Gut, jetzt haben wir Öl. Fight!
May my blade be sharp. Hey-ya! May my blade be sharp. Cliff Thunder! Level 2! Yeah! May my blade be sharp. Yeah! Tension! You win! Nice! Für dich dabei. May my blade be sharp. My blade be sharp. Blade be sharp. Versuche ihn du mal zum Einschlafen zu bringen. This'll do. Sension! Have a taste of this! Der Schlechter. Wecken wir ihn aber gleich wieder auf, denke ich mal. May my blade be sharp. Fire wheel! Level 1. You win! Nice! Ich hab Öl für dich. Oh, das ist ja richtig hochwertiges Öl. Willst du mir das wirklich einfach so geben? Vielen Dank, damit kann ich die Gondel von hier wegbringen. Bitte nimm das hier zum Dank an. Spott. Puh, du hast mich gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Aber ich fahre jetzt besser weg, bevor sie mich noch einmal anschreien. Man sieht sich. Auf Wiedersehen. Was macht Spott? Sammelt MP. Politik in der Strategie, dass alle Charaktere nutzen können, um Gegner zu verspotten. Bei Erfolg werden alle Gegner vorübergehend auf den Anwender ins Visier nehmen. Keine gute Idee. Aber wir haben keinen Tank, der das nutzen könnte. Oh. Ah! Ist klar, wir gehen einfach in die Wachstube hinein. Er ist Hals über Kopf für mich verknallt. Hihi. Oh, du etwa auch? Was mache ich da bloß? Hihi. Oh.
Donnerrobe. Okay. Das Imperium war auch schon mal besser aufgestellt, ey. Blade be sharp. Ascension! Level 2. May my blade be sharp. Cliffs under! May my blade be sharp. Hey-ya! This'll do. Hey-ya! Hey-ya! You win! Nice! Lass noch nichts fallen, ey. Das ist traurig. Ich dachte, ich komme hier. Ein Fremder hat mir Süßigkeiten gegeben, damit ich hier Wache stehe. Aber du kommst mir verdächtig vor. Ich werde ihm gleich von dir erzählen. Wow, danke. Oh. Quasi eine Abkürzung nach unten, oder wie? Erste Linie um das hier oben. Was ist schöner, als von oben auf die Straße hinabzuschauen? Man fühlt sich gleich so sehr wichtig. Übrigens, mein Herr, ist Ihnen der Magnus-Tauschhandel ein Begriff? Haben Sie etwa einen Magnus, den ich suche? Lassen Sie uns tauschen, es herausfinden. Was meinst du, Kikyo? Ja, schauen wir mal. Sehr gut, dann lassen Sie uns den Tauschhandel beginnen. Wenn ihr Magnus den Tauschhandel anbieten möchtest, sag mal das Gaunermesser. Vielleicht 2 Gaunermesser? Vielleicht 3 Gaunermesser? Ja, und jetzt? Muss ich ihm 10 geben, oder wie? Ja, Gaunermesser? Er möchte tatsächlich Gaunermesser haben. Mann, ja, was halten Sie von Magnus Gaunermesser? Hm, was sollen wir tun? Nein, den will ich nicht haben. Ich hätte gerne einen bestimmten Magnus. Du hast denn nur Scheiße. Ich will gerne einen Blitzdolch. Ja, darum betteln? Bitte! Nein, mit diesem Tausch würde ich eine kürzere ziehen. Oh. Er hat ja auch nur Schwachsinn. Kommen Sie gerne wieder, wenn Sie neue Magnus mitbringen. Ja, aber nichts. Feuerrad, das ist doch mal was Schönes. Das nehme ich gerne mit. Hm.
Papa und Opa sagen, ich muss jeden Morgen dieses Gebet mit ihnen sprechen. Das frühe Aufstehen macht mir nichts aus, aber ich verstehe den Sinn nicht ganz. Falle herab, o himmlisches Wunder, bewahre uns schwache Menschen von der Verruchtheit dieser Welt. Falle herab, ja, o himmlisches Wunder. Ich habe vor vielen Jahren diese Familie eingeheiratet, aber ich verstehe das immer noch nicht. Was soll diese primitive Regentanz im Zeitalter der Machina noch bringen? Ich sorge mich um die Zukunft meines Sohnes. Oh, Magna-Mixtur-Rezept erhalten. Bunkling plus Bunkling ist gleich irgendwas. Okay. Alter. Okay. Mutzwäsche wohl in diese Vasen gestoppt. Bunkling. Ah. Ja, aber wie können wir die jetzt vereinen? Oh. Ups, der Pilz ist geschrumpft. Oh, vielen Dank. Ich weiß nicht warum, aber es begann einfach dort zu wachsen. Er ist nicht essbar und auch sonst nicht nützlich. Du hast mir die Mühe erspart, ihn zu entfernen. Hoffentlich kommst du wieder, wenn der Pilz nachwächst. Okay. Aber der ist ja jetzt in den Quest-Magnus drin. Oder nicht? Nee, doch, 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 doch. Ja, aber wie kann ich denn jetzt... Papier? Wie könnte ich die denn zusammenmixen? Irgendwie muss ich die ja in den Mixer rüberkriegen. Es gibt aber keine Möglichkeit, die da rüber zu ziehen. Das nicht. Mit der R-Taste geht das irgendwie nicht. Questmarks in der Lapis, die zu mixen. Ja, aber wie denn? Ich sehe da drüben das, aber das funktioniert nicht. Ich kann die da nie, ich kann die da nicht rübersetzen. Was soll das denn? Das geht nicht. Ah! Das ist komisch. Vielleicht kann ich das erst danach oder so, aber warum soll ich dann schon ein Rezept dafür bekommen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ach, China-Abgase, nein, danke. Ich verstehe es nicht. Okay, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich an dem einen da vorbeischleichen. Der da unten ist. Ich will durch die Straßensperre durch, fällt mir so auf. Kommen wir denn da hin? Oh. Auf dem Kahn befindet sich ein Berg aus Flammeneis der Spezialität Aschas. Das könnten wir Flammeneis einfangen. Ja, mach mal. Hey, Finger weg, Junge! Oh, ups, Entschuldigung.
ich sage euch, diese Straßensperre bereitet den Bürgern große Probleme. Versteht ihr überhaupt, wie viele Leute ihr durch eure Umgebungsbürger verlieren? Denkt doch mal zumindest ein bisschen drüber nach, ihr Idioten. Habt eure Mütter euch nicht beigedacht, dass man andere Leute nicht behindern soll? Ihr Soldaten, hört überhaupt zu? Ist doch der Laden, oder? Nee. Wirkt der Anblick der langsam flackernden Flammenlicht hinten zu sehen. Es fühlt sich an, als ob eine unaufhaltsame Kraft aus dem Innersten emporsteigt. Ein reines Wasser. Nein, danke. Ich kann nicht einschlafen. Ohne mein besonderes Kissen kann ich nicht schlafen und es liegt nicht nur am harten Messingbett. Bitte bewahre uns vor der Verruchtheit dieser Welt. Bewahre uns, bewahre uns, bewahre uns. Was tun sie den ganzen Tag und zwar jeden Tag? Als ob es nicht anstrengend genug wäre, um mich dem Haushalt der Kinder zu kümmern. Das ist einfach unerträglich. Hat denn niemand ein weiches Kissen für mich? Ein weiches Kissen? Meinst du, das Ersatzteillager von dieser alten Schruller da, würde mir die helfen? Da muss ich in der Stadt herumlaufen. Willst du dich auch sehen? Ich muss einfach vorbei. Was? Am einfachsten wär's was? Einfachsten wäre mit Straßenbälle aber wohl über die Dächer umgehen könnte. Das habe ich ja probiert. Ach, kann ich vielleicht runterspringen von da drüben aus? Könnte sein. Nein, kann ich nicht. Was soll das denn? Überspringen, guter Witz. Dann hat er einen dicken Seintrum aufgehängt, um möglichst wenig Licht reinzulassen. Da kann ich nicht drüber springen. Hier oben macht es ja keinen Sinn, drüber zu springen. Hier komme ich ja nur wieder hier nach unten. Ach, da ist eine Leiter. Warte mal. Ach so. Ah. Warum ich die Leiter hier lege, erschließt sich dir nicht. War vorher schon jemand auf dem Dach. Darf ich die nicht nehmen, oder was? Nein, ich darf sie nicht nehmen, okay. Hoho, zwei Frauen und zwei kleine Kinder. Diese Adeligen des Imperiums sind sicher steinreich. Genug der Vorbereitung, jetzt sind wir halt zum Handeln gekommen. Gnädige Frau, gerade eben fiel jemand auf die Decke. Nun, Gürtiger, was geht hier vor sich? Du bist sicher gekommen, um meine lieben Kinder zu entführen, nicht wahr? Nicht doch, gnädige Frau, ich bin bloß ein Bauinspektor der Stadtverwaltung. Meine Abteilung überfuhrt gerade alle Wohngebäude der Stadt und das völlig kostenlos. Um den Gebäudezustand zu beurteilen, muss ich... Ach, sei doch still! Ergreife ihn! Ah! Upsi. Sorry. Ah. Du hast den Magnus Schicksalsdrang. Was macht der eigentlich? Ich habe ja schon einen Deck drin. Was macht der? Weil es ist zweimal, er würde daneben gehen. Ach, er belebt ein Teammitglied wieder. Ach so. Oh. Okay. Ja!
May my blade be sharp. Cliff's under. Not a bad workout. Noch ein Blitz. Was donnert. Ja toll, ich komm schon. Gib mir mal irgendwas Gescheites. Irgendwas. Eisroter. Okay. Ja, das ist nicht so gut. Das ist wieder ein Nuller-Angriff. Auch normale Angriff. Ich müsste meine Karten mal einsetzen dürfen. Wäre schon mal gut. So, hier ist der Laden gewesen. Der Laden ist richtig. Oh. Oha. What did they send? The whole army? Haben die uns jetzt die ganze Armee auf uns angesetzt? Well, this is certainly an interesting development. Nun, das nenne ich aber mal eine interessante Entwicklung. Look, Sagi, the soldiers came to wish us a happy getaway. Doch sage, die Soldaten kamen, um seine gute Reise zu wünschen. Alright, I'm sorry. Ja, es tut mir ja but leid. Hey, we're not gonna get anywhere moaning and groaning about it. Aber es wird jetzt nichts bringen, uns lautstark darüber zu beschweren. Break through and head for the liner. Try not to fall behind, Gilo. Wir brechen durch und laufen geradewegs auf das Linienschiff. Fall nicht zurück, Gilo. I know what to do. We'll see who's falling behind who. Ich weiß, was ich zu tun habe. Es wird sich zeigen, wer hier hinter wen zurückfällt. May my blade be sharp. Yeah. Der ist schon K.O. Oh, man. Okay. You win! Does that even count as a fight? My blade be sharp. More. Good enough. Four. Fire wheel. May my blade be sharp. Tension! You win! Does that even count as a fight? Fight!
May my blade be sharp. Yeah! Yeah! Good enough. Set! May my blade be sharp. Yeah! Tension! Fire wheel! This'll do. Not a bad workout. Cool, ich stieg ein Level. Und ein Blitzdolch. Ich habe nicht genug davon. Wie viele Blitzdolche wollt ihr mir eigentlich noch geben? Was ist das jetzt? Kommen noch mehr Gegner? Who are you? Wer bist du? Heads up! Aufgepasst! Okay. So tough. Out of the way. You're obviously not up to the task.
Aus dem Weg. Ihr seid offensichtlich nicht gut genug für diese Aufgabe. Giacomo. Giacomo. Ich hab mir schon gedacht, dass das ist. Wegen der Hellebarde dachte ich mir schon, das könnte Giacomo sein. Ich dachte mir aber zuerst, vielleicht bringen sie ihn noch nicht gleich zu Anfang. Doch. Soggy, I presume. What a disgrace. Soggy nehme ich an. Was für eine Schande. I'll see to it that the service's tarnished name is washed clean in blood. Ich werde den Namen der Grauen Garde reinwaschen. Mit deinem Blut. Du bist auch ein Arschloch. Ach so, stimmt, bist du schon ein Arschloch. Okay. My blade be sharp. Just try and escape. Crashing gale. Ja, natürlich, danke. Four, six, fire wheel. My blade be sharp. Cliffs under. Alter. Good enough. Fool. Ruhig mal einzuschläfern, aber ich glaube, das wird schon. Ja, genau, praktizieren. Kann ich ihn nicht heilen. Nee. Ist gut. Oh, hat funktioniert, er ist eingeschlafen. Schön. May my blade be sharp. Blade be sharp. Cliffs under. Fire wheel. Ah, it's
versuche ihn nochmal einzuschläfern. Have a taste of this. This'll do. Yeah. Ja, du heißt dich erstmal. Good enough. Du Arschgesicht! Wie gut, dass ich einen Heiltrank habe, den wiederbeleben kann. Take it! Aha. This'll do. Sag mal, wie viel hältst du denn noch aus? Reicht es doch nicht mal bald. Muss doch das reichen, ey. Nein! Nein! Oh Gott. Das ist ja irgendwie, oder? You're good. Du bist gut. That's fine. You may have won the day, but I assure you, I'll be back to settle the score. Egal, heute hast du gewonnen, aber ich werde zurückkehren, um meine offene Rechnung zu begleichen. Sagi! Your name is marked. Sagi, deinen Namen merke ich mir. Wie sieht das von Humpeln? Diese Nichtskönner. Sag, ich stieg ein Level auf. Kilo stieg ein Level auf. Obenstehende Gegenstände hatten Blitztrommel. Ja, endlich mal. Und Flucht. Naja. Blitztrommel ist gut. Nehme ich mit. Puh. It looks like they gave up. Puh, scheint so, als hätten sie aufgegeben. Talk about unfair odds. I don't know how I do it. Aber was für ein unfairer Kampf. Was war denn das? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Who? Wer? Milliard. Milliard. Huh? That's my name, Milliard. Das ist mein Name, Milliard. But you can call me Millie. Aber du kannst mich Millie nennen. Okay. Millie? But why did you rescue us? In Ordnung, Millie. Aber warum hast du uns geholfen? I just can't bear to see weak people getting picked on. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn man auf den Schwachen und Bedürftigen rumhackt. Wer sagt, dass wir schwach und bedürftig sind? You looked so defenseless, surrounded by Imperial soldiers with nothing but a ragged puppet to call your own. Du hast so hilflos ausgesehen, von Soldaten umzingelt und nur eine zerlumpten Puppe an deiner Seite. I couldn't bring myself to stand by and do nothing. Da konnte ich es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, nicht einzugreifen. But I'm getting ahead of myself. Aber ich rede zu viel. You're planning to board that Skyliner, right? Du willst doch auf dieses Linienschiff, nicht? If you don't hurry up, the liner will be gone and we'll have more soldiers to deal with. Wenn du dich nicht beeilst, leg es ab und du kannst dich mit noch viel mehr Soldaten herumschlagen. Come on, let's go. Komm schon, gehen wir. Aber ich will zu dem Shop da. The wench thinks she's coming with us. Diese Schnepfe denkt wohl, dass sie mit uns mitkommen kann. Well, she may have a mouth, but she did save our lives. She can't be that bad. Nun, sie ist vielleicht ein wenig Vorlader, aber sie hat uns gerettet. So schlecht kann sie nicht sein. So ist es. Oh, you thought so too?
Oh, du denkst das also auch? There. You see, Gilo? He thinks so too. Siehst du, Gilo? Piku denkt dasselbe. Are you sure? I could feel her evil vibrations from 20 feet away. Bist du dir sicher? Ich kann das Böse in ihr aus 20 Ellen Entfernung spüren. Ellen. Hey, I heard that. Hey, das habe ich gehört. Stop chattering and get moving. Schwätzt weniger und bewegt euch lieber. Ich verstehe auch gar nicht, was dieser Gilo eigentlich genau sein soll. Es ist zwar eine Machina, glaube ich, aber trotzdem. Da darf ich dich nochmal zurück, danke. Ich würde nämlich sehr gerne in diesen Laden. Das war nämlich immer ein Laden eigentlich. Ja, geht doch. So, Magnusse verbessern, das gibt's auch. Ach, da brauche ich aber plus was Bestimmtes. Ach, da braucht man den Quest-Magnus dafür. Okay. Oh, mehr Angriffsdinger braucht immer. Angriff ist okay. Wir nehmen die 1 und die 2 und die 3 mit. Nochmal. Wir nehmen einen Donnerroter mit. Eis haben wir schon. Magische Bohne. Schwere Hand. Aber wo kann ich denn diese... Ich verstehe das nicht. Es hieß doch... Ich meine, beim vorherigen dachte ich mir, gut, das ist ein Traum, das wird, dann geht das vielleicht nicht. Aber ich habe hier diese verfickten... Wo sind sie denn? Da. Magnus-Paket-Gutschein. Dieser Gutschein berechtigt zum Bezug eines Magnus-Pakets bei jedem Einzelhändler. Es ist nicht möglich, Magnus-Pakete auf anderem Weg zu erwerben. Dafür ist es aber kostenlos. Ich kann sie aber nicht bei diesem Scheißhändler nehmen. Und das ist kein Einzelhändler. Was soll das? Wir nehmen das mit rein. Wir nehmen die Blitzmüllbälle. Wir nehmen die 1 und 2. Oh, meine Hand ist voll. Warte, wir brauchen nicht so viele Blitzdolche. Wir nehmen 2 raus. Ja, genau. Nehmen noch die 3 hier mit rein. So. Ablagestapel. Wie kann ich was in den Ablagestapel tun? Wie kann ich, Achso, da. Ablegen. Ja. Ja, ja, den Spott lassen wir mal da, weil den kann ich vielleicht mal brauchen. So, das sind jetzt die Ablagen, okay. Dass ich halt, ein Deck komplett... Für beide. Ich weiß nicht, die magische Bohne. Naja, das machen wir mal. Könnten wir noch raus tun. Eigentlich mindestens eine Lederweste. Die Eismotor mit reinnehmen. So. Okay. Können wir auch gleich ablegen. Ist das kein Einzelhändler hier? Scheint das so zu sein, weil ich kann es hier einfach nicht nehmen. Weg damit. So. 529. Lass uns das lieber. Das mit dem Magnus verbessern finde ich auch interessant. Da braucht man einen benötigten besten Magnus, um das zu machen. Und ich verstehe trotzdem noch nicht, wie man Magnus hier zusammenmixt, weil das soll ja eigentlich auch gehen, tut es aber auch nicht. Und ich sehe die Liste diesen beiden Funklings und ich kann sie nicht nach und drüben ziehen. Ich kann sie nicht zu dem Mixer rein. Ich verstehe das nicht, wieso. Alles so verwirrend.
Was ist das denn, wenn es kein Einzelhändler ist? Hey, hier ist es gefährlich. Halte Abstand, Junge. Wenn du von der Schwanzflosse getroffen bist, kann ich dann deine Einzelteile aufsammeln. Das ist das Linienschiff nach Passerle. Es wird in Kürze ablegen. Wir bitten alle Passagiere beim Einsteigen darauf zu achten, kein Gepäck zurückzulassen. Das Schiff wird wohl bald ablegen. Sollen wir an Bord gehen? Nein, noch nicht. Ich möchte erst noch, nochmal die Blume. Was ist das für eine große blaue Blume? Seltsam, dass hier solch ein Unkraut wächst. Das ist doch kein Unkraut, Opa. Die blaue Blume hat ganz mysteriöse Eigenschaften. Sie verbindet das hier mit dem dort. Aha, ich verstehe, du bist ein ziemlich kluger Junge, nicht wahr? Aber wo genau ist dort? Natürlich sehr weit weg von hier. Diese Blume bringt dich zu einem uralten Heiligtum einer Kirche am Ende der Welt und sagt, dass die Kirche so weit weg ist, dass man mit normalen Schiffen nicht hinkommt. Durch diese Blume können aber alle Leute zur Kirche gehen und ihre Gebete darbringen. Ach so ist das also. Du bist ein echt kluger kleiner Teufelsbraten. Du kannst deinen Deckel erhöhen, willst du das tun? Ja, bitte. Ja, gerne. Meine Glückwünsche. Du hast das Deck Rang 3 erreicht. Du kannst jetzt 3 Decks zu je 50 Karten tragen und pro Runde 2 Karten austauschen. Hast du so freien Begehr? Hier mangelt es an Fähigkeiten. Okay. Das mit dem... Ich kann ein zweites Deck machen. Ah, das ist verwirrend. Aber ich habe doch jetzt... Warum? Ah. Okay. Man darf dann irgendwie auch Karten austauschen. Das ist irgendwie verwirrend. Ich verstehe das nicht so, noch nicht so ganz, wie genau das funktionieren soll. Habe ich natürlich wieder 10 Karten mehr. Und habe dafür halt... Naja, aber ich brauche jetzt aktuell einfach nichts machen. Ich muss das erstmal austesten, wie das mit dem zweiten Rang, mit dem zweiten Deck ist und wie man dann das einsetzen kann oder tauschen kann. Muss ich mir erstmal angucken, wie genau das funktioniert. Dann gehen wir an Bord. Ich will dieses scheiß Magnus-Karten-Set haben. Kiva, time to go. Kilo, Zeit zu gehen. The Winch is actually coming with us. Die Schnepfe kommt also tatsächlich mit uns mit. All clear. The Skyliner bound for Hasale is ready for departure. Alles klar, das Linienschiff nach Hasale ist bereit zum Ablegen. So ein hübsches Schiff. Lord Baelheit, Master Shanath is here to see you. Lord Baelheit, Herr Shanath ist hier, um euch zu sprechen. See him in. Lass ihn rein. For me, my lord? Ihr habt nach mir gerufen, mein Herr. Where have you been? I thought I told you to stand by during the operation. Wo warst du? Du sollst doch während des Einsatzes bereitstehen. My apologies.
Adjustments to the continent's levitation system took longer than expected. Ich bedauere, aber die Anpassungen am kontinentalen Schwebesystem dauerten länger als erwartet. Olgan was killed. Olgan wurde ermordet. Pardon. Verzeihung. I said, Emperor Olgan is dead. Ich sagte, Imperator Olgan ist tot. Then that boy did it? War es also dieser Junge? No. Nein. According to the officer assigned to the operation, the Emperor was already dead when they arrived. Der Offizier, der den Einsatz leitete, sagte, er wäre schon tot gewesen, als sie ankamen. What's more, the list has been stolen. Außerdem wurde die Liste gestohlen. It had to have been someone else's doing. Jemand anderer muss dafür verantwortlich sein. But does it really matter, my lord? The Emperor's death is hardly what I'd call bad news. Spielt das denn eine Rolle, mein Herr? Der Tod des Imperators stimmt uns wohl kaum traurig. I needed him alive. It's too soon to reveal my hand. Kann es sein, dass ich etwas leiser bin als sonst? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich nicht leiser sein. Als sonst. Vielleicht ist das Spiel auch nur lauter. Er nutzt mir lebendig mehr. Es ist noch zu früh, um mit offenen Karten zu spielen. No, the operation was a complete failure. Nein, der Einsatz war ein völliger Fehlschlag. Olgan is dead, the boy has escaped, and the list is gone. Olgan ist tot, der Junge geflohen und die Liste verschollen. Shall I chase him? Soll ich ihn verfolgen? No need. I've already made arrangements. Nicht nötig, ich habe mich hier bereits darum gekümmert. What I want you to do is look into why the boy was able to escape with all that was going on. Ich möchte aber, dass du herausfindest, warum der Junge in all dem Rummel entkommen konnte. If I had to wager a guess, I'd say Varys had something to do with it. Müsste ich raten, würde ich sagen, dass Varys etwas damit zu tun hat. Yes, my lord. I'll look into it immediately. Ja, mein Herr, ich werde das unverzüglich untersuchen. One more thing. During the operation, we found one. Noch etwas. Während des Einsatzes haben wir einen gefunden. But none of the soldiers involved in the operation are on our list. War keiner der Soldaten auf uns diesem Einsatz stand auf unserer Liste. Precisely. Which means it must have been someone from the missing list. Korrekt, also muss es einer von den verschollenen Liste gewesen sein. So, did they secure it? Und konnte er sichergestellt werden? Yes, a soldier named Valara brought it in. Ja, eine Soldatin namens Valara lieferte ihn ab. At any rate, Olgan's death has hastened the need to act on our plan. Wie dem auch sei, durch Olgans Tod sind wir nun gezwungen, unseren Plan schneller umzusetzen. May I begin? Diadem and Sedal's suit, then. Dürfte ich dann mit Diadem und Sedal's suit beginnen? You may proceed with Anhui Nui as well. Do it quickly. Ja, und fahr dann auch gleich mit Anhui Nui fort. Tapfer, es geht schnell. Yes, my lord. Ja, mein Herr. Come on, we're going home. Komm, gehen wir heim. Spiriters. It's trouble that follows them, not spirits. Geistträger. Nicht nur Schutzgeister folgen ihnen auf Schritt und Tritt, sondern auch das Unheil. This is what it feels like to soar through the sky. Wahnsinn, so fühlt es sich also an, durch die Lüfte zu segeln. Look! The lights of Mintaka are so pretty. You two should come see this. Seht, wie schön die Lichter von Mintaka doch sind. Ihr zwei solltet euch das ansehen. So, Winch,
Why are you following us? Also Schnepfe, warum folgst du uns? Oh, hey, look! Aren't those the mines of Azza? They're so lively! Oh, hey, schaut! Sind das nicht die Minen von Azza? So geschäftig! Sagi, can I eat her? Sagi, darf ich sie auffressen? Now. Nicht doch! Hey, Millie! Hey, Millie! Once we get to Hasale, we'll be heading for Sheraton. What about you? Wenn wir Hasale erreichen, werden wir nach Sheraton gehen. Was hast du vor? Me? Well, if you're heading for Sheraton, then I guess that's where I'm headed too. Ich? Nun, wenn ihr nach Sheraton geht, dann werde ich wohl auch dorthin gehen. Oh no, you're not, Wench! Why are you following us? Oh nein, das wirst du nicht, Schnepfe. Warum verfolgst du uns? Now, is that any way to talk to the girl who saved your life? Spricht man so mit einer jungen Dame, die euch das Leben gerettet hat? Anyway, I know it's not very ladylike to say this, but I'm the only daughter of a wealthy imperial family. Es ist zwar unschicklich, so etwas zu sagen, aber ich bin das einzige Kind einer imperialen Adelsfamilie. Agreed. Not very ladylike at all. In der Tat, ganz und gar unschicklich. Do you want to hear this or not? Wollt ihr jetzt meine Geschichte hören oder nicht? Gilo, let's just listen to what she has to say. Gilo, hören wir uns doch an, was sie zu sagen hat. Fine. Ha. So you see, I'm what you might call a sheltered girl. Also, ich bin quasi ein behütetes Mädchen. Oh, you know the rest. The sheltered girl usually winds up running away from home, right? Und ihr wisst ja, wie das so läuft. Das behütete Mädchen haut dann irgendwann von zu Hause ab, oder? So I took a page out of that book and put all I knew behind me. Ich habe genau das getan und alles hinter mir gelassen, was ich bisher kannte. And that's when I stumbled across you two and your little predicament. Dann traf ich plötzlich auf euch zwei in dieser misslichen Lage. All I want is to see the outside world. Please take me with you. You don't mind, do you? Ich will einfach nur die Welt sehen. Bitte nehmt mich mit. Das würde euch doch nichts ausmachen, oder? Nein, überhaupt nicht. I guess not. Ich schätze nicht. Doch, das tut es. Good, that settles it. Thanks for having me along. Dann ist es also entschieden. Danke, dass ich mit euch mitkommen darf. Oh, look! We're almost there. Time sure flies when you're chatting. Sheraton, here we come. Oh, seht, wir sind schon fast da. Beim Reden vergeht die Zeit ja wie im Flug. Sheraton, wir kommen. Why don't you stop her? Sagi! Warum lässt du sie gewähren, Sagi? Ich mag diesen Gilo nicht, der ist dämlich. Ja, hallöchen, Sanibo. Guten Abend. Don't say I didn't warn you. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe. What's the harm? She's all by herself. I bet she feels so helpless. Ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Sie ist ganz allein und fühlt sich bestimmt ganz hilflos. Helpless? Oh, that explains how she trounced the same soldiers that had us at the ends of their blades. Hilflos? Oh ja, das erklärt, wie sie die Soldaten in die Flucht schlug, die uns beinahe erledigt hätten. You could drop a ton of bricks on her, and the bricks would be helpless. Man könnte eine Tonne Ziegel auf sie werfen und die Ziegel wären die Hilflosen. Was sind das für allerdings? Was sind das für Vergleiche, ey? Was ist das für ein Vieh? We owe her for saving our lives. Stop grumbling, okay? Come on, Gilo. Komm, wir schulden ihr doch etwas für unsere Rettung. Hör auf, sie so zu murren. Lass uns gehen, Gilo. Heilkraut, na toll. Was hätte ich nicht genug davon. Ja, Lunak, ist das eigentlich, macht dir das eigentlich Spaß, bei den Sonntagswunsch immer abzustimmen, nachdem die Abstimmung schon durch ist? Zwar ist er, ja, jetzt schon zweiten oder dritten Mal gesehen. Warum stimmst du überhaupt noch ab, wenn es doch eh keinen Unterschied mehr macht? Oh, sage, lange nicht gesehen, willkommen zu Hause. Hoffentlich bedeutet deine Rückkehr, dass wir wieder ihre Schwingen sehen können. Ich packe hier besser zusammen und eile auch nach Sheraton. Okay. Ich habe einen seltenen Importgüter aus Alphard interessiert. Dann sehen wir uns das an. Echt aus dem Imperium? Was denn zum Beispiel? Das habe ich im Angebot. Ach komm schon. Nein, ich brauche sowas doch nicht. Ich habe das ja selber, aber ich will doch...
Ich will ja nichts kaufen. Ich will das... Wer ist dieser scheiß Einzelhändler, der von dem überall die Rede ist, ey? Dieser süße Geruch, das sind Bergäpfel, die erst heute Morgen geerntet wurden. Und sie sind direkt aus Killebrei. Du bist ein hübsches Mädchen, ich schenke dir einen so großen Apfel, sind normalerweise sehr teuer. Kann ich den wirklich haben? Sage, die Bergäpfel aus Killebrei sind ja angeblich gut für die Haut. Wir können hier die Magna-Essenz von Gerberäpfel einfach... Ja, machen wir mal einfach, wenn das schon so... danke. Hello there. Außer den Linienschiff ist hier praktisch nichts los. Wir haben deshalb auch kaum Kunden. Könnten wir Weilandbohnen züchten, würden mehr Touristen zu uns kommen. Aber leider ist es nicht so einfach. Frag mich, was überhaupt einfach ist, ey. Meine Tochter und ihr Ehemann bringen ihr Kind zum Besuch hierher. Hoffentlich kommen sie bald. Ich dachte schon, du wärst verschollen. Ich wollte schon Sören nach dir fragen, weil ich dich wirklich nirgendwo mehr gesehen habe. Nusakan Dornenwald Best. Okay. Wo ist dieser fucking Einzelhändler? Dornenwald von Nusakan. How long has it been? The smell. I feel like it's been forever. Ah, wie lange ist es her? Dieser Geruch, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. I don't like this place. It makes me sick. Ich hasse diesen Ort. Hier wird mir immer stets speiübel. Really? I've never heard of a Paramachina feeling sick before. Wirklich? Von einer Paramachina mit Übelkeit habe ich noch nie gehört. Actually, Kilo is not a Paramachina at all. Kilo ist eigentlich keine Paramachina. What? But they look the same. Was? Aber er sieht wie einer aus. Yeah, I know. Ja, ich weiß. Wait, we never introduced ourselves. Oh, warte, wir haben uns ja gar nicht vorgestellt. This is kind of overdue, but I'm Sagi, and that's Kilo. Das ist jetzt zwar etwas spät, aber ich bin Sagi und das ist Kilo. Oh, there's somebody else too. He lives inside my heart. Und dann gibt es noch PKO. Er lebt in meinem Herzen. Inside your heart? In deinem Herzen? Yeah. I'm the only one who can hear his voice, but he's definitely there. Ihr seid Sturmtruppen! Los, los, los! Für den Kaiser! Für Deutschland! Weite Feuer, Männer! Für den zweiten Stock! Für das Wasserland! Hallöchen, Stream. Ja, er freut sich wie immer. Das ist immer so schön für ihn. Guten Abend, Airstream. Und wahrscheinlich auch guten Abend an Doosplay. Alter, hab ich einen Schrecken bekommen. Ja, Stream macht das ja gerne. Ihn freut das immer sehr, alle zu erschrecken. Genau, nur ich kann seine Stimme hören, aber er ist auf jeden Fall da. He's called the Guardian Spirit. They say it's unusual for a spirit to dwell within people like this. Man nennt ihn einen Schutzgeist und es soll recht selten sein, dass sie mit jemandem verschmelzen. A guardian spirit, huh? Then you must be one of those legendary spiriters. Ein Schutzgeist, hm? Dann bist du also einer von diesen Geistträgern aus den Legenden. You believe me? Du glaubst mir? Sure. I feel like I can trust you, Sagi. Sicher, ich spüre, dass ich dir vertrauen kann. You don't look like the type that would lie. Du siehst nicht aus wie ein Lügner. You're not lying, are you? Du lügst doch nicht, oder? No, it's true, right? Nein, es stimmt. Ich war PKO. Ja, er sagt die Wahrheit, aber sie wird mich ja nicht hören können. It's okay, I believe you. Schon gut, ich glaube dir. So that's how you talk. Was? Nice to meet you. Ja, wie sprichst du also? Schön, dich kennenzulernen, PKO. Ich mag sie nicht. Danke gleichfalls. He says nice to meet you too. Er sagt danke gleichfalls. Thanks. Das ist aber nett. Hä? Warum sagt er es ihr jetzt, wenn sie mich anscheinend selber hören kann? Das macht doch jetzt gar keinen Hä? Sie hat doch gerade gesagt, dass sie meine Stimme hört und jetzt übersetzt er es trotzdem für sie. Was? Sagi, enough standing around. I want to get out of this place. Sagi, wir sollten hier nicht länger verweilen. Ich möchte von hier fort. Okay, okay. Ja, ja. Hey, thanks for believing me.
Hey, danke, dass du mir glaubst. And I never did thank you for before. But thanks for bailing us out back there. Und auch für deine Hilfe vorhin habe ich mich noch nicht bedankt. Well, you don't have to be so formal about it. It's embarrassing. Lass die Formalitäten gut sein, das ist fast schon ein wenig peinlich. No, I really mean it. Thanks, Millie. Aber ich meine es tatsächlich so. Danke, Millie. All right, off we go. In Ordnung, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Schicksalstag. Kann ich mal endlich mal irgendwelche Karten bekommen, die wirklich nützlich sind? Wie viele Wiederbelebungstränke brauche ich denn im ersten Hälfte des Spiels? Ich habe schon drei davon. Es reicht doch einer. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Hm? Warum habe ich das Gefühl, dass... Ah, ich wusste es! Falsch! Oh. May my blade be sharp. Okay. Have a taste of this. Ah, ist das so eingeschlafen können. Alter! Quick Thunder! Okay! What a waste of time! See that, Gilo? Combat's a lot more interesting with the three of us. Siehst du, Gilo? Zu dritt ist das Kämpfen gleich viel interessanter. You can say that again. Sheltered girl. Was it a bomb shelter? Das kannst du laut sagen. Für ein behütetes Mädchen scheint sie doch sehr gewalttätig. A mother Polywell wouldn't flail like that if you took her baby. Nicht mal eine Polywell-Mutter, der so mal ihr Junges entriss, würde so wild werden. I'm right here. Ich kann dich hören. Anyway, what I meant to say was that we should give a little thought to how we fight from here on out. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns im Kampf koordinieren sollten. Come on, let's keep moving. Kommt, lass uns weitergehen. Millie ist jetzt im Team. Ja. Ja. Jetzt ist sie auch noch im aktiven Deck drin. Und sie hat natürlich auch ihre eigenen Attacken drin. Das ist irgendwie verwirrend, wenn jeder in einem einzigen großen Deck drin ist. Das macht irgendwie... Das ist irgendwie komisch. Oh, Eisregen. Endlich mal eine nützliche Attacke. Können wir gleich mal reinsetzen hier. Wollen wir hochgehen? Was ist das denn? Eine einzelne große Bohne wächst hier, von Dornranken umgeben. Für die Kinder aus dem Dorf ist diese Frucht der größte Schatz. Dann nehmen wir die doch mit. Aha. Fight! Yeah!
war jetzt gerade ein Blitz. Heilige Scheiße. Also wenn der Stream irgendwann ausfallen sollte, ihr wisst, dann hat es irgendwas getroffen. Nichts da. Holzknüppel. Also wettertechnisch geht bei euch da unten einiges ab. Von Nürnberg bis München eine Gewitterfront. Ja, ich weiß. Ich weiß. Gewittertechnisch ist hier auch gerade eins unterwegs. Es ist da jetzt noch länger erst einmal nicht so aus, aber jetzt scheint doch. Das ist ja die Abkürzung gewesen. Was hat diese Ballona vor? Oh, sie hat die Bohne gefressen. Deine Mutter sagt immer, dass diese Bohnen sehr nahrhaft seien. Diese Ballona nervt mich. Sieht doch nur, sie scheint das alles auszulachen. Na, warte. Naja, wir müssen nicht unbedingt mit dem Wildchen hier kämpfen. Gehen wir lieber einfach schnell durch den Wald nach Sheratan. Warum sollten wir nicht kämpfen? Hey! Die rollt einfach weg. Was soll das denn? Kommen wir hier hoch? Nee. Da rollt die einfach davon. Was soll das denn? Komm her. Hier hoch. Was ist dein Problem? Bleib doch mal... Okay. Komm, ich komme hier nicht hinterher. Nee, ich komme nicht mit den mit dem Flügel hinterher. Bin zu lahmsam. Andersrum gehe, was passiert dann? Wahrscheinlich kann sie auch in die andere Richtung rollen. Würde mich zumindest nicht verwundern. Ah! Nee, ich komme nicht hin. Ah, lassen wir sie. Wie komme ich hier jetzt weiter? Anscheinend gar nicht. Hä? Kann ich... Warte mal. Vielleicht muss ich mich anschleichen. Oh nein! Nee.
Ja, ich komme ja zu dem Stachelteil nicht hin. Sonst würde ich es ja machen. Aber ich komm da nicht hoch. Ich kann. Ah, ach, von da. Oh Gott, man muss ja wirklich hier Framework arbeiten, ey. Ja, stimmt. Bam. So. Ist ja nicht so, als hätte ich da, wäre ich da schon gewesen. So, jetzt komm mal her. Jetzt kommst du nämlich nicht mehr weiter. Roll! Bam! Oh. Oh, sie ist zerplatzt, dass die Dorn berührt hat. Was für ein unschöner Tod. Aber zumindest haben wir die Bohne zurückbekommen. Ja. Eine große Bohne liegt hier am Boden. Schon wieder. Aber wir haben keinen Platz mehr. Warte mal. Wie kann man die mixen? Es geht einfach nicht. Ich würde gerne diese beiden hier mixen, aber es funktioniert nicht, weil... Was weiß ich? Es gibt ja auch keine Einzelhändler in diesem scheiß verdammten Land. Okay. Trinkwasser braucht man nicht. Weg damit. So, jetzt. Hilft uns das aber immer noch nicht weiter. Können wir hier runterspringen oder so? Ich komme ja trotzdem nicht weiter. Geht's hier runter? Nee. Achso, ich kann sie immer noch schieben. Jetzt. Nee, kann ich nicht. Also. Nee, das bringt ja auch keinen Sinn. Hier geht's nicht runter. Vielleicht. Hier ein anderes. Können wir von. Aus irgendwie weiter. Da geht's auch wieder los. Darüber geht's nicht. Nee, da ist alles fest. Wir müssten nach unten irgendwie, aber da ist ja kein Weg. Versteh's nicht. Ach, jetzt, ich hab doch... Oh, Mann, nein! Ach, fick dich! Ja, gib doch noch weniger! Blöde, was ist die Scheiße da, Mann? Fick dich! So viel mehr rauszuholen, ey. Gruppenangriff, es gibt sie in diesem Spiel. Es ist unglaublich. Sie haben endlich Gruppenangriffe reingenommen. Ich mag's kaum glauben. Ist ja Wahnsinn. Okay.
This'll do. Attention! Fire wheel! May my blade be sharp. Ein Heiltrank. Ja, na, ja, warum auch nicht. Hier geht nicht durch. Nee. Okay. Das ist scheiße. Geht's hier? Nein. Also hier gibt's keinen Weg. Muss hier einen geben. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. May my blade be sharp. Yeah! Keine Angriffe, weil nur Scheiße kommt. May my blade be sharp. Ich höre ernst, oder? Aber wie lange lebst du denn noch? Wenn man heute so lange stirbt? Meinst du denn nicht? Ach, der Pflasterstreifen halt alle, okay. Good enough. Ja! Yeah!
Danke. Ja! This'll do. Yeah! Ice bag! You win! A predictable win. Sag ich dir ein Level. Und ein Holzknüppel, meine Güte, ey. Okay. Also, wie können wir jetzt da runterkommen? Ah, vielleicht... Ach, ist dieses grüne Teil da ein Weg? Wenn ja, dann ist der ziemlich beschissen. Oh Gott. Warum kommen immer drei? Oh, das wird jetzt eine schöne Kampffolge. Die haut richtig rein. Es gibt anscheinend immer nur eine Karte, die man kriegen kann. Das ist ein Holzknüppel. Fliegt davon. Ich will jetzt mal gucken, ob da runter geht. Sind das... Okay, und wieder drei. Fool!
Nein! May my blade be sharp! Cliff's under! Zap! Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. My blade be sharp. Ascension! Und noch ein Holzknüppel. Ja, tatsächlich, das ist der Übergang. Die Dornbrücke ist verwelkt. Früher konnten wir noch hinübergehen, aber jetzt hält sie unser Gewicht wohl nicht mehr stand. Pegel, hast du an hier eine Idee? Die ist verwelkt. Die Weilandbohne? Oh. Okay. Gott, sieht das nie überhaupt nicht danach aus, als würde es da dazugehören. Oh Gott, das ist ja wie, als hätte man jetzt da einen Comicfilter drüber gelegt. Yeah.
May my blade be sharp. Einfach absolut nichts Nützliches, ey. Good enough. Ah. Iceberg! This'll do. Okay. Glaube ich mal wirklich nutzlose Karten wie Heilkarte und sowas rausschmeißen. Es macht einfach keinen Sinn, die drin zu haben, weil die nur alles verstopfen. May my blade be sharp. Natürlich hat es nicht funktioniert. War klar. You win. Sorry about that. Weiße Bergschnucke. Hey Kumpel, zu einem besseren Zeitpunkt hättest du nicht herkommen können. Ich meine diesen Felsen. Er blockiert den Pfad und es scheint keinen anderen Weg zu geben. Wenn der Pfad nicht freigeräumt wird, ist es ein Problem für das Dorf. Kannst du helfen? Du kennst ja diese riesigen Bohnen, die Weilandbohnen. Eine von diesen würden dir helfen. Oh, du hast etwas bereits, eine Weilandbohne bei dir. Du bist aber gut vorbereitet. Verwende das Ding gleich hier bei dem Felsen, ja? Wasserspiegelschild. Was kann diese Weilandbohne eigentlich noch alles? Diese Comicbohne. Du bist mein Lebensretter, Kumpel. Jetzt kann ich endlich nach Hause gehen. Tut mir leid, dass ich dich die ganze Arbeit machen ließ. Es ist nicht gerade viel, aber bitte nimm das hier als kleines Dankeschön. Du hast deinen Magnus erhalten. Top-Helm. Du hast den wertvollen Gegenstand Tempo-Anhänger erhalten. Oh Mann, du hast mich echt gerettet. Vielen Dank. Ja.
Ich kapiere das immer noch nicht. Wenn du hast, ich habe hier dieses Mix-Rezept, ich kann es aber nicht nutzen. Ich verstehe das nicht. Aber immerhin werden hier im Auftragsbuch alles eingeteilt, was wir irgendwie nutzen können, auch können. Ja, das ist schon mal gut. Also, das kann in den Ablagestapel. Dieses Schild trägt die Macht des Legendären mehr, sind sich die Wucht gegen den speziellen Schwester am kurzfristigen Wellenmuster schließt sogar den Gegenangriff ein. Okay. Raus. Nein. Dornentrank gestreckt sich mit aller Kraft gen Himmel. Ja. Diese Blumen mit spitzen Dornen stehen voller Blüte. Eine Dornblüte nehmen wir mit. Wer weiß, wofür wir die wieder brauchen können. May my blade be sharp! Good enough! Zeus! I'm Fulgur Drop! May my blade be sharp. Why you? That hurts. More. Good enough. Ja, immer noch. Ja! Eisberg! Cliff Thunder! Schön. Why you?
Hier! You win! Ich win! Sorry about that. Und noch ein Holzknüppel. Wir haben ja nicht genug davon. Oh mein Gott. What's wrong? You're both so quiet. Stimmt das nicht? Ihr seid beide so still. Yeah. You see, this is where Gilo and I first met. Weißt du, hier sind Gilo und ich zueinander zum ersten Mal begegnet. When I was just a little kid, I found Gilo buried here. Ich habe ihn hier ausgegraben, als ich noch ein Kind war. Buried? This story just gets stranger and stranger. Ausgegraben? Das wird ja immer noch seltsamer. Das wird ja immer noch seltsamer. You said earlier that Gilo's not a Paramachina? Du hast vorhin erwähnt, dass kein Paramachina ist? Right. Paramachina are humanoid weapons created by the Empire. Genau, Paramachina sind menschenähnliche Waffen des Imperiums. They can't talk or think for themselves the way Gilo can. Sie können im Gegensatz zu Gilo weder sprechen noch selbstständig denken. For whatever reason, they look almost identical though. Aber sie sehen ihm ähnlich, warum auch immer. Huh. Hey Gilo, what were you doing buried in a place like this? Hey Gilo, warum warst du hier vergraben? Do you think I just grabbed a shovel and buried myself? Glaubst du etwa, ich hätte eine Schaufel genommen, mich selbst eingegraben? I don't remember anything from before I met Sagi. Ich habe keinerlei Erinnerungen an die Zeit, bevor ich Sagi traf. But whenever I come here, I get this awful feeling. Aber immer wenn ich hier bin, bedrückt mich ein schreckliches Gefühl. It hurts to be here. Es schmerzt, hier zu sein. That's the only thing that's really clear. Das ist alles, was ich weiß. Aufsprung! Endlich, na toll, noch eine weitere Karte. Die ich aber nur schlecht benutzen kann, wenn ich keine besseren Rounds bekomme. Aber es ist immer noch besser als vieles anderes, was hier so rumgurkt. Oh, wir sind draußen. Scherzer. Und wenn jetzt da kein Einzelhändler ist, ich sag's euch, ich wäre laufe Amok. Oh Gott. Wie viele Viecher gibt's hier? Sheratan, das zeitlose Dorf. Wow! This must be Sheraton. What a pleasant little village. Wow, das ist also Sheraton. Was für ein nettes kleines Dorf. So, what business do you have here? Also, warum sind wir hier? We're back, Sagi. Wir sind zu Hause, Sagi. Yeah. I wonder how everybody's doing. Ja, wie es ihnen allen wohl geht. Es geht ihnen sicher gut. Yeah, you're probably right. Come on, let's go see Mom first. It's been a long time. Ja, du hast wohl recht. Komm, als erstes besuchen wir Mama. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich werde erst einmal gucken. Oha, ein neues Gesicht. Bist du ein Reisender? Unser Dorf ist ziemlich beschaulich, nicht wahr? Nur Kinder und alte Leute hier. Hier gibt es keinen Zwist. Dieser friedliche Ort ist der perfekte Ort für eine Rast. Wow, Sagi ist zurück. Hallo Kleine, wie geht es dir? Gut, mir geht's gut und die anderen geht's auch gut. Wachruhe geht es am gutesten, noch viel guter als vor deiner Abreise. Aber es geht wirklich allen gut, auch Opa und Oma. Wem geht's sonst noch gut? Ich will es nicht wissen. Ganz ehrlich. Die ist zu hübsch, ich kann den Anblick kaum ertragen. Warum muss ich nur so alt sein? Hm, was? Du stehst im Weg, so kann ich nicht... Oh, Sagi, wie ist es dir ergangen? Sehr gut, danke. Und auch sie scheinen so rüstig wie immer zu sein, Ältester. Hohoho, gut erkannt. Warst du schon bei Egina? Sie macht sich Sorgen um dich. Geh zu ihr, damit sie endlich ihre Sorgen los wird. Wird gemacht. Er hat doch mit Sicherheit sie gemeint hier. Leute, das Unkraut jäten. Morgen das Unkraut jäten. Hm?
Oh, ein Reisender. Willkommen in Sheratan. Schön, dass Sie den ganzen weiten Weg hierher kamen. Ich betreibe den Magnusladen in diesem Dorf. Wehe, du nimmst ihn nicht an. Ich schlitze dich auf. Wir haben gerade erst eröffnet, deshalb ist es innen noch recht unordentlich. Unsere Waren sind hier das Beste vom Besten. Oh, und ich stehe hier wohl im Weg. Sie wollen etwas kaufen, nicht wahr? Ein Moment bitte, ich räume gerade das Nötigste aus dem Weg. Also dich selbst. In Ordnung, Sie können jetzt reinkommen. Wehe, ich schlitz dich an Ort und Stelle auf. Bitte sehen Sie sich gut um. Haben die echt dafür gesorgt, dass es eine Brustphysik gibt in dem Spiel? Da sieht man schon wieder, wohin das ganze Geld geflossen ist. Nicht in die Qualität des Spiels, sondern Hauptsache die Brüste wabbeln schön. Guckt euch das an. Nicht mal das Medaillon, das sie trägt, hat so eine schöne Physik. Oh mein Gott. Oh. Gutscheine einlösen. Du hast solch ein Glück, dass ich dich nicht abschlachte. Oh, endlich. Oh mein Gott, es funktioniert. Oh, ich kann... Mit dem Funkling kann man die verbessern. Okay. Aber ich brauche den Funkling doch für diesen Mix. Aber der Mix funktioniert irgendwie nicht. Ich bin verwirrt. Aber erstmal die Gutscheine einlösen. Ich werde Ihnen 10 Kampfmagus für diesen Gutschein ergeben. Ja, bitte. Tu es. Okay, was haben wir hier? Echt jetzt? Ist das dein fucking Ernst? Glutkappe. Rosenstöcke. Oh Gott, so viel nutzloses Zeug. Heißer Knüppel. Heiße Knüppel. Okay. Oh mein Gott. Ich hab noch einmal, komm. Gib mir irgendwas Besseres. Komm schon, du wirst doch irgendeine Angriffsmagnusse haben, oder? Oh Gott, ey, was soll ich denn? Okay. Oh mein Gott. Okay, ich hab mir so viel mehr davon erhofft und es ist so scheiße geworden. Okay, das soll ein Helm sein. Was haben dieses F und das O zu bedeuten? Das ist für Fim? Nee, ich weiß es auch nicht. Ich kann anscheinend wirklich nur mit diesen Angriffsmustern hier arbeiten. Das andere geht anscheinend nicht wirklich. Okay, jetzt warte mal. Ich muss mal meine Karten angucken. So. Also. Ich muss erst mal sortieren. Was nach Typ, nach Kombonummer? Ist das euer Ernst? Man kann sie nicht mal nach Stärke einsetzen. Das ist doch schlimm. Okay, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall ganz normale Sachen, können wir gleich mal rausschmeißen, weil die nutzen uns ja sowieso nicht. So, die Dreierangriff noch rein. Die haben halt überhaupt keine Nummer. Wie werden die eingesetzt? Kann man die zwischendrin reinnehmen oder was passiert mit denen genau? Eine Verteidigungsrunde. Keine Ahnung. Provoziert Gegner. Okay, die wären also eher so für Tank-Richtung. Faktisch ist es eigentlich nutzlos, mehr als immer eine von diesen Dingern mit dabei zu haben. So richtig. 15, 10, 8. Warum haben die Haltbarkeit? Ich verstehe das nicht. Die Matratze tun wir raus. Blitztrommel nehmen wir auf jeden Fall rein. Man kann sie halt nicht mal nach Stärke oder irgendwas sortieren. Das ist einfach völlig nutzlos, das Ganze, ey. 20, 10, 6. Der Donnerfisch ist stark.
Panzer sind halt, die machen halt... Die haben halt eine Verteidigungswertung drin, ja, aber das ist halt auch nicht so der Brüller. Ich frage mich, was halt mit den Sachen ist ohne Nummer. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass die dann einfach einmal wirken und dann wird der Ding übersprungen. Ich finde, das macht absolut keinen Sinn, die drin zu haben, weil mit den anderen kann man wenigstens noch Kombos starten, wenn man denn welche hat. Wir nehmen mal den heißen Knüppel 20, 5, 20, 12. Ich denke mal, der wird den Holzknüppel sowieso jederzeit ersetzen können. Also nehmen wir zweimal. Oh, der Russenstock ist aber auch nicht. Kann das Ziel vergiften? Nehmen wir mit. 10, 5, 5. Das ist schlecht. Den tun wir mal raus, weil der nimmt uns überhaupt nichts. Da nehmen wir lieber was anderes mit dabei. Mit rein. Noch Blutknüppel? Wie viele hatte ich jetzt? Einen erst. Okay. Ja gut, dann hat aber Killer überhaupt nichts als Startpunkt. Wirklich. Okay. Ah, das ist alles verwirrt. Vielleicht kriegen wir jetzt sowieso neue Karten. Also, ich kann vielleicht neue Karten jetzt nehmen. Wenn ich vielleicht mein Deck aufwerten kann. Mal gucken. Oh. Gina! What's the matter, Teak? Did the other boys make you cry again? Was ist los, Teak? Haben die anderen Jungs dich wieder zum Weinen gebracht? Macho took my hat and hid it! Macho hat mir meine Kappe weggenommen und sie versteckt! Oh, that naughty Macho. Oh, dieser schlimme Macho. But you know, Teak, big boys aren't supposed to cry over little things like that. Aber weißt du, Teak, große Jungs weinen doch nicht wegen so einer Kleinigkeit. Das ist ein Kerl! Das ist doch kein Kerl hier. Du willst mich doch verarschen. Alles an diesem Kind schreit Mädchen. Was soll das? Right. Nicht wahr? Yeah. Stimmt. Hey, Gina. Show me your wings again. That always makes me feel better. Hey, Gina, zeig mir doch bitte wieder deine Schwingen. Dann geht's mir viel besser. What am I going to do with you? Du kleiner Schlawiner. Was? All right, take a good look. Na gut, sieh genau hin. Look, Gina's wings. Hey, Ginas Schwingen. Das muss wohl das Highlight des Dorfes sein. Neben der Brüste wackelnden Kartenverkäuferin natürlich. Just as pretty as always. Immer wieder ein schöner Anblick. Wie sie alle kommen. Danke, Gina. Ich werde jetzt nie wieder weinen. Well, that's wonderful. Ja, das ist ja großartig. Especially if it's true. But I think I've heard that one before. Zumindest wenn es stimmt. Ich glaube aber, das habe ich schon ein paar Mal gehört. I made it this time! I'm never gonna cry again! Gina! Aber diesmal meine ich es wirklich. Ich werde es nie wieder weinen.
Incredible. I never knew Wings of the Heart could be so beautiful. Unfassbar, ich habe nicht gewusst, dass Schwingen des Herzens so schön sein können. You just don't see people with wings like that. Not anywhere I know of. Leute mit solchen Schwingen sieht man sonst nirgendwo, soweit ich weiß. That's right. They're the best wings in the world. No one else could touch them. Das stimmt. Sie hat die schönsten Schwingen der Welt. Niemand sonst kommt ihr auch nur nahe. Oh, Sagi, bist du es? Ja, du bist es wirklich, Sagi. Ich habe dich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wo warst du denn? Na egal, dir scheint es prächtig zu gehen. Nur das zählt. Den älteren Leuten hier geht es auch recht gut. Geh sie doch mal einfach mal besuchen. Oh, der Tempo-Anhänger. Ich bin beeindruckt, dass du ihn gefunden hast. Mit ihm kannst du die Aura Tempo der Stufe 1 in Anspruch nehmen. Oh, cool. Du kannst deinen Deckrang erhöhen. Ja, bitte. Sehr gerne. Mein Glückwunsch zur Erhöhung des Deckrangs. Du hast das Deckrang 4 erreicht. Du kannst jetzt 4 Decks zu je 60 Karten tragen und pro Runde 2 Karten austauschen. Ich habe immer noch nicht kapiert, wie man Karten austauscht. 4 Decks zu 60... Nach Auren fragen? Ich hätte ja gerne eine, weil ich ja jetzt diesen Tempo-Ding habe. Wer ist immer ziemlich Lamsang? Gillow oder Millie sind eigentlich ziemlich Lamsang. Nehmen wir Gillow. Tempo. Ach, kann ich jetzt jedem eine geben? Ach, ich kann. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich kann die nochmal an denselben geben. Die Kirche verarscht mich hier auch wieder nur. Das ist immer typisch Kirche, ey. Die nimmt ja auch nur das Geld weg und tut dann immer so, als hätten sie es noch nie gemacht. Hör auf, sie hör auf, sie zu spannen. Ich verstehe das mit den Decks immer noch nicht so ganz. Kann man einzelne Decks machen? Also das ist jetzt... Ja. Wenn ich jetzt sage, ich lösche dieses Deck und dieses Deck... Das ist das Aktive. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde das hier für Gillow nehmen. Das hat das irgendeinen Unterschied, dass dann spezielle... Jetzt einfach mal automatisch, weil ich möchte schauen, ob das funktioniert, dass halt jeder sein eigenes Deck hat, weil ich finde das schrecklich, wenn alle ein Deck gemeinsam teilen, weil das ist einfach scheiße. Oh Gott, da kann man das auch noch einstellen. Oh, automatisch, bitte, danke. Ich dachte, das würde man selber dann noch einstellen, welche Karten drin sind, aber nein. Okay, also. Jetzt ist da quasi das drin, genau. Sind eigentlich nur die Sachen drin, die halt wirklich gebraucht werden können von den jeweiligen Leuten. Okay. Und die nehmen sie dann hoffentlich jetzt auch so wahr. Das Spott finde ich, das braucht man eigentlich nicht.
interessanterweise nehmen sie überhaupt keine Heilung rein. Doch, Heilung ist drin, okay. Spott finde ich scheiße, wenn das drin ist. Die werden tatsächlich nicht mit reingenommen. Ah, interessant. Okay, ich versuche es jetzt mal so. Kämpft nicht. Ah, okay. Es klappt so anscheinend nicht. Okay, das klappt so nicht. Es muss ein komplettes Deck mit allen dreien sein, sonst kämpft derjenige. Sonst kämpfen die nicht. Das ist so scheiße. Meine Güte, warum sollte man das dann tun? Warum? Außer... man kann halt die Karten wechseln, aber das habe ich noch nicht rausbekommen, wie das funktioniert. Selbst hier sind jetzt nur 40 Karten drin. Das soll reichen. Ja, es ist halt vielen unnütz, ist halt nicht dabei. Wahrscheinlich. Weil die Pflasterstreifen sind ja gut. Gut, zweimal belebt Teammitglieder wieder. Ja, den würde ich auch mit reinnehmen. Wobei die Automatik scheint sich ja ziemlich gut zu überlegen, was sie mit reinnehmen will. Anscheinend. Wir lassen einfach mal das Automatikdeck und schauen, was passiert. Bin mal gespannt. So. Okay. Jetzt will ich noch ein paar Karten verkaufen, die ich sowieso nicht brauche. Magische Bohnen. Einmal weg. Ich frag mich auch, was das Aufrüsten von so einem Knüppel jetzt bringen soll, zum Beispiel. Was würde mir das bringen? Das würde mich noch ziemlich interessieren. Ach verdammt, kein Herzegativvergeht und dass man Unkraut jäten muss. Hm? Oh, Sie sind es wieder. Danke für Ihren Besuch. Ich bereite den Laden vor. Musst du das jedes Mal tun, tatsächlich? Lass deine Brustphysik wieder spielen. Ja, so ist es gut. Da kauft man gleich viel mehr. So, Scheiß drauf, ich möchte das jetzt mal probieren. Jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich alle verkauft habe, oder? Nee. Ich hab noch einen Holzknüppel da. Sind die Dinger jetzt kaputt gegangen oder irgendwas? Ja, egal. Okay, dann. Ich könnte mir nur eins davon kaufen. Ja, dann lassen wir es erstmal. Okay, das ist okay. Wir gehen wieder. Jetzt, wo man keine Fotos mehr sammeln kann, ja. Ist es nicht mehr so mit dem Geld? So. Für heute machen wir Schluss. Sehr schön. Ja, wir sind nicht wirklich weit gekommen. Sehr viele Kämpfe gab es, sehr wenig Story dafür. Ich muss sagen, das Kampfsystem ist schon extrem vereinfacht worden. Und jetzt, wo alle sich einen Kartenpool teilen, das ist irgendwie scheiße. Also es soll ja, irgendwie soll es ja gehen, dass man Karten wechselt, aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Du hast ja auch nicht wirklich viel Zeit dafür,
wenn du dann im Kampf drin bist. Ich verstehe nicht, wie man das machen soll. Auf jeden Fall ist es extrem vereinfacht worden gegenüber dem ersten Teil. Und dass sich alle in Kartenpool teilen müssen, ist auch scheiße, weil dann kann der eine die Attacken nicht nutzen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... vielleicht, ich lasse es mal die Automatik, vielleicht läuft das dann besser, weil die Automatik vielleicht da mehr Ahnung hat als ich. Es ist wirklich einfach, weil die Karten haben ja keine mehreren Nummern mehr. Immerhin gibt es jetzt mal Karten, die mehrere Gegner angreifen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber dem ersten Teil. Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie einfach nur komisch. Und man heilt sich auch nach jedem Kampf automatisch wieder auf. Gut, das musst du aber, aber das ist halt irgendwie... mal schauen. Ja, morgen freier Tag, das heißt Doppelstream. Ich werde am frühen Nachmittag den ersten Stream mit Cannon Fodder machen. Ein Spiel, das bis 2019? 17? Indiziert war in Deutschland. Lustigerweise. Ein Echtzeitstrategie Shoot'em-up-Mix. Ja, da bin ich mal gespannt, was das wird. Und am Abend haben wir dann ganz normal The Legend of Zelda The Minish Cap. Mittwoch der erste Stream von God of War, der 2018er Version auf dem PC. Donnerstag Persona 5 Royale. Am Freitag dann nochmal The Legend of Zelda Magic Cap. Am Samstag, das habe ich vergessen zu sagen, am Samstag habe ich mein zweijähriges Stream-Jubiläum. Ich habe vor 2 Jahren am 2. Juli angefangen zu streamen. Da werde ich mir vielleicht noch was überlegen. Gibt es vielleicht ein kleines Giveaway für meine treuen Stammzuschauer? Da werde ich vielleicht wieder ein bisschen was verlosen. Muss mir nur überlegen, was und wie. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Also bei Deuce Plays Wunsch Stream werden wir ein bisschen Stream-Jubiläum feiern. Ich weiß, letztes Mal habe ich ja doch die Clips noch gezeigt. Die Clips, die aufgenommen wurden. McDonald's-Gutscheine. Ja, die gibt's ja auch nicht kostenlos irgendwo. Da soll schon ein bisschen was Hochwertigeres dabei rumkommen, würde ich mal behaupten. Mal schauen, was sich da eventuell ergibt. Ja, Clip-mäßig. Vielleicht stelle ich wieder eine Clip-Complication zusammen. Es sind jetzt aber seit letztem Jahr nicht wirklich viel mehr dazugekommen. Clippt mehr, Leute. Das wäre mal ganz nice. Mal gucken. Vielleicht mache ich das. Kommt das noch mehr dazu? Mal gucken. Ja. Und Sonntag haben wir wieder den Sonntagswunsch. Vielleicht kann dann Lunak auch mal abstimmen, bevor die Abstimmung zu Ende ist. Dann wird es nämlich auch Sinn ergeben. Nur mal so als kleiner Hinweis. Und ja. Genau. Dann bleibt mir nur zu sagen, wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Wie gesagt, morgen Nachmittag ab, ich schätze mal 14, 15 Uhr, Cannon Fodder, das böse Spiel, das in Deutschland lange Zeit indiziert wurde. Gucken wir uns an. Und am Abend dann der Minish Cap. Und ansonsten vielleicht in einem anderen Stream wieder. Ich möchte jetzt nicht mal alles durchgehen. Ja. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.